So, wie man ihn noch nicht erfasst hat oder wahrgenommen hat, ich bin Sung schon und ich gehe gleich aufs Thema ein. Vorstellungen, Vorlieben, Bildsetzungen, Gedanken, an die man klebt, die man hängt, die man sich in den Kopf gesetzt hat, selber gesetzt hat, hier gesetzt hat, ne? Nicht da, sondern hier. Und was es für Auswirkungen hat, wenn man sowas macht. Was viele machen, sehr viele, ich habe das ja auch gemacht. Oft genug, genug. Gewissermaßen mache ich das vielleicht noch. Ich mache das noch. Ja, ich mache auch selber Bildsetzungen, habe eigene Vorstellungen. Lasse mich selber blenden, also ich blende mich dadurch selber. Vielleicht nicht mehr so stark wie vor ein paar Wochen, würde ich mal sagen, vor ein paar Wochen, weil ich das mehr erkenne, mehr klarer sehe, mich nicht mehr an Vorstellungen und Vorlieben festhänge, wie was zu sein hat, oder ich was sehe, was ich doch schon sehe, den Kern sehe ich, aber die äußere Hülle im Sinne von Körperhülle, das Ego, oder einfach das, was da repräsentiert wird, ich mal so einfach so ignoriere. Ja. Aber das gehört auch dazu, zu erkennen, was steht wirklich vor mir. Und sich nicht irgendwas selber vorzustellen, selber sich selber zu blenden, den Blick zu verlieren. Im Sinne von, du hast ja ein Bild, und ich habe ja gesagt, wenn ihr das Bild in euch setzt, ja, dann sieht ihr so die Welt, sieht ihr so den Menschen, der vor euch steht. Ja, sieht ihr so. Und dann ignoriert ihr all, also sagen wir mal, du siehst den Menschen eine wunderbare Person, wie ein Engel für dich, wie ein Engel für mich, ja. Weil ich gleichzeitig auch den wahren Kern sehe von jedem von euch. Das ist ja alles die pure, grenzenlose Liebe, ja. Plus halt die Vorstellung davon, die ich mir selber gesetzt habe, ist das halt eine engelhafte Wesenheit ist, die vor mir steht. Was auch wahr ist, doch was da mir repräsentiert wird, also was wirklich ist, was vor mir steht, wie sie sich wirklich verhält oder was für ein Ego oder was da auch abgegangen, habe ich erstmal einfach so, habe ich nicht gemerkt, das ging nicht hier rein, also es ging da nicht so rein. Ich habe halt nur das Positive gesehen, ja, nur das Engelhafte halt eben und nee, da war nichts. Also das Negative habe ich halt einfach draußen gelassen, sage ich mal so, ja. Positive hatte nur Platz in meinem Kopf gehabt, hier in meinem Kopf gehabt, das Positive. Und das Negative habe ich halt mal so mal geschluckt, ja. Also es ging mir halt ein bisschen am Gesicht vorbei, ja. Am Kopf vorbei, Freunde, am Kopf vorbei. Kann man so sagen. Eine große Sache. Ja, es ist jetzt ein hautnah Beispiel von mir. Okay? Ich habe ja gesagt, ich bin nicht frei. Also, ich habe noch einen langen Weg vor mir. Ja, Laufbursche, ich mache das halt schnell, aber so. Was meine ich damit? Ich würde es vielleicht noch ein bisschen vereinfachen mit weniger Worten oder halt, ist ja, wiederhole mich sehr oft und aber sind immer dasselbe. Geht darum, wenn ihr eine Vorstellung habt, wie ich es euch jetzt beschrieben habe, ich sehe die Menschen als, sag mal, es zu vereinfachen, einfach als einen positiven Menschen, als einen guten Mensch oder einen liebenswerten Menschen. Was jeder ist, versteht ihr? Jeder ist das. Jeder trägt den Kern in sich, den Startpunkt in sich, der jeder hat. Jedes Wesen hat das. Diese grenzenlose Liebe, die in einem wohnt, ja. Das sehe ich meistens. Und ich lasse mich, dann ist mir die Körperhülle so weit, also, ich sage Körperhülle oder Ego, das, was da vor mir steht, wirklich steht, äußerlich gesehen, nicht was innen nach außen produziert wird, sondern eher noch von Verstand, von Ego nach außen, ja, also von Ego zu Ego, also von Kopf nach außen, nicht von innen nach außen, sondern von Kopf nach außen, die Persönlichkeit eben, das Ego eben, Maske, was auch immer, das Ego ist ja nicht gleichzeitig das Kern, der Kern, die Seele, Freunde, das ist nicht die Seele. Das Ego sitzt hier oben. Die Persönlichkeit sitzt hier oben. Und wenn sie nicht im Einklang ist mit hier, dem Herzen, ja, dann ist das Ego halt,
drückt es halt nicht die Seele aus. Minimal. Ja, da ist immer wieder mal, schafft es die Seele, die Verbindung zu haben, zack, und dann drückt sich die Seele aus. Nicht nur immer das Ego. Also nicht immer nur der Kopf drückt sich aus, sondern hier mal, lässt mal hier sprudeln mal, sprudeln. Nur so. Aber das will ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich merke gerade, da habe ich nicht so, das ist jetzt nicht relevant. Ich will es ja kurz halten, weil ich muss ja dann auch 3 Stunden arbeiten. Also wenn 3 Stunden vorbei sind, muss ich mich vorbereiten und mich dann für die Arbeit vorbereiten. Zweimal dasselbe Wort, ne? Nochmal. Ich sag's euch einfach nochmal. Ich hab's euch eigentlich schon gesagt, aber ganz einfach. So. Ich habe irgendeine Vorstellung. Hab's euch ja schon gesagt. Ich sehe den Kern schon. Die grenzenlose Liebe in einem Menschen sehe ich schon. Das sehe ich. Die äußere Hülle oder das Ego oder die Persönlichkeiten, die er sich nach der Zeit, in der Zeit seiner Lebenszeit oder sowas angehäuft hat, die Gedanken, die er selber sich gesetzt hat, ja, das ist auch nicht. Ja. Ja, die Persönlichkeiten, ne, einfach von dem anderen, die jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, grenzenlos sind, nicht der grenzenlose Liebe entsprechen, enthält zwar, jede Persönlichkeit enthält einen Funken, sonst würde sich diese Persönlichkeit oder diese Gedanke sich nicht verformen, ohne die Macht der Liebe, sagen wir mal so, würde dieser Gedanke sich nicht verformen können. Verformung ist halt alles, was ihr euch ausdenken könnt, ja. Persönlichkeiten, Vorstellungen, Gedanken, Wörter, Wortwahl, Handlungen, ja. Alles, in allen Facetten, in eurem Leben, ist das, was ihr verformt, mit der Macht der Liebe, sage ich einfach mal so, der grenzenlose Liebe, die dann, es braucht nur einen Funken und dann könnt ihr das verformen, wie ihr es wollt. Aber es entspricht nicht der grenzenlose Liebe. Seht ihr? Es entspricht dann hier, das Ego, die Persönlichkeit. Ich sage nicht, dass das Ego schlecht ist, aber das Ego darf nicht die Oberhand bekommen. Darf nicht die Oberhand bekommen. Ja, okay? Er muss die Seele lassen. Fließen lassen. Das hast du nur den Ego zum Ausdruck gebracht. Das habe ich lange, lange Zeit nicht sofort erkannt. Ich habe schon gesehen, aber das war, ich habe ja euch gesagt, das ging mir am Kopf vorbei. Versteht ihr so? Na, ich sehe hier, alle Menschen sind vom Kern aus natürlich vom Kern ausgekommen und alle sind grenzenlose Liebe und alle sind wunderbare Menschen. Ich sehe den Kern. Aber wisst ihr, das, was mir da repräsentiert wird, ich wiederhole es nochmal, was ich äußerlich sehe, was wirklich ist, ja, was wirklich ist, so was wirklich vor mir steht, ist Tatsache. Der Gedanke, der ausgedrückt wird vom Ego, von der Persönlichkeit, nicht von der Seele, weil das würde dann anders aussehen. Meine Begriffe, ja. Meine Begriffe. Weil ich weiß, was von der Seele kommt und ich weiß, was vom Ego kommt. Also von der Persönlichkeit, nur vom Kopf kommt. Und ich weiß auch, ja, irgendwie habe ich gerade so, hab da nochmal einen Stopp. Es fließt und dann kurz hier, weil sonst wird's schon wieder hier. So, ja. Und wenn ich da hier die Vorstellung habe von jemandem, ja, ich sehe nur den Kern, aber ich sehe das Außen drumherum von ihm nicht. Da habe ich mich selber geblendet, habe ich mich selber, klebe ich an einer Vorstellung, an einer Vorliebe, an einem Bild, das vor mir nicht ist, sondern vor mir ist ein Trugbild, das ich mir selber erstellt habe. Ja. Die ich selber erstellt habe. Ich selber war das. Niemand sonst. Weil ich nur das Positive sehen wollte und das Negative war mir jetzt nicht so interessant. Obwohl ich das schon immer mal wahrgenommen habe. Aber ich habe nicht aufgegeben. Also ich habe immer noch diese Vorstellung gehabt, der Mensch, der wird grenzenlos, der wird die grenzenlose Liebe ausdrücken. Und egal,
Die Körperhülle ist mir jetzt, die Äußerlichkeiten, die da trotzdem vor mir steht, es ist nicht wahr. Nein, es ist genauso wahr. Okay? Ich sag mal, hier und jetzt, hör mal, hören wir wirklich doch mal auf, hier zu träumen. Echt Träumereien zu haben. Also ich meine im Sinne von Traum, irgendwas sich festzusetzen hier im Kopf, was nicht wirklich vor euch ist. Was ihr euch nur vorstellt, nur Bilder macht in euch selber. Ihr aber das außen nicht spiegeln. Überhaupt nicht. Die Bilder, die ihr euch selber setzt, Vorstellungen, Vorlieben, Erwartungen, was auch immer, entspricht nicht der echten Wirklichkeit. Das ist mir klar geworden. Es spricht überhaupt nicht der echten Wirklichkeit. Das ist erstaunlich, Freunde. Es ist echt erstaunlich, sowas zu sehen dann. Ich merke schon, ich wollte eigentlich was sagen, aber ich denke, ich habe das schon gesagt. Deswegen bekomme ich da jetzt irgendwie, ne? Joshua, hör auf, das passt. Okay. Mach weiter, ja. So, und diese Bilder habe ich doch auch oft genug gemacht. Schau, ich habe euch, wenn ihr die Beiträge vielleicht ein wenig verfolgt habt, ich habe ja schon mal Beiträge gemacht, ich habe ja um die 170 Beiträge vorher schon veröffentlicht, Freunde. Die habe ich aber alle, die habe ich noch alle, aber das ist ja ein neuer Abschnitt. Ich sage Ihnen nur noch dasselbe, noch vielleicht vereinfachter, viel simpler, nicht so drumherum, positiv, negativ, Engel, Dämonen. Für mich ist es halt klar wie Kloßbrühe, also es ist so klar, aber es verwirrt euch vielleicht und dann habt ihr vielleicht Interpretation, setzt euch selber Bilder wieder, hier setzt ihr euch wieder Bilder, was nicht vor euch ist, was aus meinem Mund kommt. Wecker. Wieder. Ich gebe euch, wie gesagt, wenn ihr die Beiträge geguckt habt, da habe ich doch erzählt, dass mir auf den Kopf geworfen wurde, ja, was mir an den Kopf vorbeiging. Ja, könnt ihr doch euch wirklich so vorstellen. Ich hatte nur diese Vision, nur diese Vision, nur diese Ansicht, nur diese Ansicht, weil hier steht ja nur dieses Bild im Kopf. Und das eine andere ist mir halt am Kopf vorbeigegangen, ja? Okay? Meine Seele hat mir gesagt, ja, okay, lass ihn mal so, ja. Steht ja, ich habe auch meine Bildsetzungen, ja, meine Vorstellungen oder mein getrübten Blick, sage ich mal so, meine getrübte Wahrnehmung, die ich mir selber angenommen habe. Und die haben ja dann, ich habe ja gesagt, das war danke für alles. Und die Ansage war ja, wenn mir jemand vorgeworfen hat, das Dämon, das Böse, du dienst der dunklen Seite, dies, das, 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 also alles Negative, das mir auch gewissermaßen an den Kopf vorbeigegangen ist, weil ich nur diesen Bild da im Kopf hatte, dass die ja doch liebe Menschen sind, ja. Also im Kern heraus natürlich. Grenzenlose Liebe sind, aber das, was sie mir repräsentieren, was sie ausdrücken, nicht der innere Kern entspricht. So einfach. Ich sage nicht, dass es immer so ist, aber in den meisten Fällen war leider der Kern ziemlich unterdrückt. Ziemlich unterdrückt. Ist echt. Ist hart zu sehen, jetzt, wo ich nicht mal diese Bildsetzungen habe, ist es hart zu sehen. Ja. Was habe ich mir da eigentlich vorgemacht? Was habe ich mir da eigentlich Vorstellungen oder was habe ich mir selber für ein Bild gesetzt? Dass ich das nicht schon vorher erkannt habe. Wo es schon klar war, aber ja. Bin halt nicht jeder ist so wie ich. Nicht so wie ich, das war's halt. Das war auch das Thema. Nicht jeder ist so wie ich. Wäre ja schön, aber. Also nicht jeder muss so genauso sein wie ich, aber halt von der Grenzenlosigkeit das auszudrücken, grenzenlose Liebe, die Seele sprechen zu lassen. Das ist schon ein Oberhammer. So, hier nochmal zurückzukommen, mit die mir halt negative Sachen gesagt haben. Und ich habe ja gesagt, das waren für mich wie Schläge, Peitschenhiebe, ja, so. Als würden sie meine Begrenzungen, versteht ihr, meine Begrenzung, die ich mir selber gemacht habe, also die Bildsetzung, ja, die können Begrenzung durchhämmern wollen. Check's endlich, dass wir dich beleidigen und dich so hier auspeitschen und da, 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 da. Du bist voll bescheuert, Junge, jetzt hör endlich auf. Das ist die andere Seite der Medaille.
Die Ansage war vom Kern her aus gesehen, Dankeschön. Aber die andere Sache vom Ego, von der Persönlichkeit ist, ey, Junge, blick das endlich, tu dir doch das nicht an. Siehst du nicht, dass wir dich die ganze Zeit nur beleidigen, dich schlecht machen wollen, dich runterziehen wollen? Merkst du das nicht? Das war die andere Ansage. Vom Ego und von der Seele. Die haben immer ein Zusammenspiel, wenn es mal klappt, ja. Also, das muss ich verstehen. Wenn ich das nicht verstehe, dann fühle ich mich natürlich angegriffen und total scheiße und wieso auf aller Welt, ja, sagt man mir sowas. Echt abgrundtief ist, aber jetzt weiß ich's, jetzt habe ich es euch gesagt und es war einfach nur, ich habe mich halt selber geblendet. Also selber Vorstellungen gehabt. Sagen wir mal, niemanden zu nahe zu treten, ist ein Fallbeispiel. Es sind drei Freundinnen, die mir das auf den Kopf geworfen haben, ja. Okay, die andere hat sich nicht mehr gemeldet, aber es sind drei, die mir das auf den Kopf geworfen haben. Und diese Negativität und sowas. Ich habe ja den Kern gesehen. Steht ihr? Für mich waren sie wie Engel. Versteht ihr, Engel ist für mich nur ein Wort, dass ich sage, hey, die sind sehr herzhaft, sehr herzig, die grenzenlose Liebe. Grenzenlose Wesenheit. Dass sie auch sind, aber nicht, was mir vor mir wirklich steht, ist. Innen, ja, ist. Aber außen, das Ego, die Persönlichkeit, hat noch zu viel Oberhand. Das klingt hart, ja, wäre das vielleicht. Keine Ahnung, ob Sie das sich anschauen. Wir wissen vielleicht, wie ich meine. Ich erzähle nur von meinen Erfahrungen. Ja, ich erzähle nur von mir. Ich hatte mir ein Bild gesetzt, eine Vorstellung gesetzt und alles, was Sie mir gesagt haben oder gemeint haben oder gedacht haben, es kam, war immer am Kopf vorbei. Es steht ja einfach so am Kopf vorbei. Ich wollte nicht sehen, was ich vor mir sehen, also stehen sehe, dass das wahr ist, dass sie wirklich so negativ noch so viel mit Persönlichkeiten und Ego zu kämpfen haben, beziehungsweise die noch zu viel Raum geben, deren Vorstellungen, sage ich mal so, diese deren Begrenzungen zu sehr noch Oberhand geben, nicht der Seele, gültig, also nicht die Grenzenlosigkeit, die ich meine, also die Grenzenlosigkeit Liebe. Vielleicht irre ich mich auch nur. Darum geht es gar nicht, Freunde. Es ist Learning by Doing und ich sag ja, ich habe halt Bildsetzungen gemacht und Vorstellungen gemacht und die gegenüber haben das ja auch nicht. Die haben ja gleichzeitig die Bildsetzung gemacht, dass ich irgendwie ein negativer Einfluss hätte oder einfach Bad Boy wäre. Steht ja einfach. Bad Guy, ja, Evil Guy, ja. Das haben sie ja in den Kopf, sonst würden sie es ja, also im Ego-Kopf, würden sie es mir ja nicht so sagen. Das ist deren Vorstellung, ihre Bildsetzung, gleichzeitig auch, das nicht ist, was hier steht, was sie hier ausdrückt. Gar nicht. Deswegen ist das sehr interessant mit den Gedanken, mit den Vorstellungen, was das alles für Auswirkungen hat. Ich denke, ihr könnt mir folgen, oder? Was ich damit meine, ist einfach, ist egal, was für ein Gedanke ihr habt, wie es performt. Egal, nein, in welchen Facetten, ob es ausspricht, in Taten, man sagt ja Taten statt Worte, aber Worte sagen genauso viel aus wie die Taten. Das ist mir klar geworden. So, ich mache jetzt noch ein Beispiel. Ja, einfaches Beispiel. Nimmt einfach mal ein, ob Mann oder Frau ist jetzt einfach einen berühmten, vorbildlichen, erfolgreichen Mann oder Frau. Stellt euch das mal vor. Also keine Bildsetzungen, sondern einfach mal so hier betrachten. Okay? Zum Beispiel Sänger. Nehmt euch
Ah. Oder Schauspieler, ich denke, ihr kennt doch alle Bruce Willis. Also Bruce Willis, will nicht zu nahe stehen. Du bist halt ein gutes, sehr attraktiv, du bist der Hammermann, echter Mann der Person. So. Einfach ein Schauspieler. Genau, nehmen wir einfach einen Schauspieler in Filmen. Ihr habt bestimmt irgendwann mal habt euch bestimmt irgendwie mal ein Vorbild gehabt in Filmen. Irgendwie habe ich gerade das, irgendwie fließt das nicht so. Scheiße, Mann. Einfach. Also, bestimmt war er schon mal verknallt oder verliebt an irgendeiner Person im Sinne von einem Schauspieler. Habt ihn hoch gesehen oder fandet ihn einfach super. Habt euch da angezogen gefühlt, ja, diesem Schauspieler. Einfach ein Schauspieler. Ihr wisst, dass Schauspieler viele Rollen annehmen, viele Persönlichkeiten ausdrücken, der Egos ausdrücken. Aber dass sie nicht wirklich sind. Seht ihr, was ich meine? Schauspieler sind ein gutes Beispiel. In Filmen vor allem. Finden die einen Mann oder eine Frau sehr attraktiv angezogen? Ihr mag die Persönlichkeit, die Vorstellung davon. Also, ihr seht einfach diese Ausdrucksweise an Person, ja, Persönlichkeit an dieses Ego, was dieser Schauspielerin oder dieser Schauspieler an den Tag legt in den Filmen. Ihr findet es wirklich super. Das wollt ihr genau selber haben oder so einen Menschen wollt ihr auch haben? Als Partner, als Freund oder was auch immer. Da wird schon eine Vorstellung vorgegeben. Weil dieser Schauspieler, der das schauspielt, ja, es spielt, ist in Wirklichkeit nicht so. Seht ihr? Der Schauspieler, der die Rolle da einnimmt, ist es in der echten Wirklichkeit nicht. Aber er liebt diese Vorstellung, die er ausdrückt, diese Persönlichkeit, weil ihr euch da angezogen fühlt, weil da dann plötzlich das Bild gesetzt hat in euch selber. Und wenn ihr diesem Menschen begegnet, dann habt ihr nur diesen Bild im Kopf, aber ihr habt nicht wirklich die echte Wirklichkeit im Kopf. Also den wirklichen Menschen. Nicht den Schauspieler, sondern den wirklichen Menschen, der vor euch steht. Und er kann komplett anders sein. Aber ihr könnt es mit eurer Bildsetzung nicht vereinbaren und dann, ja. Ist ein Konflikt, auf jeden Fall. Das ist genauso wie eine heiße Braut, sozusagen, eine super heiße Braut, ein Model oder so, ne? Zu den Männern halt einfach mal sagen, bei Frauen kann es genauso sein. Wenn ihr da ein Model seht, ja, einfach ein Model, super heiß, man, Körperformen, tiam, 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 so wie es halt sein soll, ja, von außen gesehen. Ich liebe alle Körper. Fast alle, sag ich mal so. Da mache ich keine, also ja, es geht einfach um ein Beispiel zu sehen. So, Model, ja. Sehr aktiv, sehr heiß. Die Männer fühlen sich da angesprochen, sehr, sehr, die animalischen Kräfte steigen nur noch so, explodieren so richtig. Meistens denken sie ja natürlich an Sex, ne? Kopfkino. Ja. Sehen halt nur die Körperhülle, die Vorstellung davon, dass sie heiß ist und dies und das. Aber besteht ja nur die Äußerlichkeit. Seht ihr? Und dann schläft er halt. Vielleicht schafft ihr das, dem Model zu begegnen und schläft halt mit der und das ist unbehaupten, aber ihr habt nur das Bild im Kopf. Beim Akt, beim Geschlechtsverkehr. Und ihr habt nur die Vorstellung. Wie eine Frau auszusehen hat, wie sie aussieht. Euch anspricht, angezogen fühlt, eure Vorstellungen entspricht und den wahren Kern oder den Menschen, der wirklich da ist, nicht schauspielt, sondern ist, für echte Wirklichkeit, die betrachtet ihr nicht. Ja, ich denke, das ist alles so gesagt. Ich meine, ich wiederhole mich nur. Es ist einfach jemand, der was ausdrückt, ja, Persönlichkeit ausdrückt. Ego ausdrückt, ja, das nach außen bringt. Das ist die Ausdrucksform. Der Gedanke, der ausgedrückt wird. Die Frage ist, ob das von der Seele kommt, vom Kern oder also in Verbindung oder nur der Kopf.
Ich habe ja gesagt, bei mir ist die Kern immer die grenzenlose Liebe. Das ist bei jedem so. Ja, das fängt schon wieder an. Nein. Ich schau mal. Oh, okay, fast 25 Minuten. Ich will zum Ende neigen. So, ihr seht halt einfach jemanden, der nicht in der echten Wirklichkeit so ist. Seht ihr? Ich sehe einen Engel vor mir, aber er verhält sich nicht wie ein Engel. Ganz einfach gesagt. Ich habe den Bildsetzung eines Engels. Engel ist für mich liebe Wesenheiten, die sehr herzig sind, sehr herzhaft. Die Liebe kundtun, also die grenzenlose Liebe kundtun in meinen Augen. Und das sehe ich den Menschen. Aber dieser Mensch, der vor mir steht, die Person oder die Persönlichkeit oder das Ego, das da ausgedrückt wird, vom Kopf her aus gesehen oder wie auch immer, entspricht nicht das, was ich sehen will. Muss aufwachen. In dem Fall habe ich geträumt. Ein Illusionstraum gelebt, habe ich da. Seht ihr? Weil der vor mir war kein Engel. Einfach kein Engel. Seht ihr? Die ich als Engel sehe. Ja, ich denke, das ist ganz einfach gesagt. Ich hatte diese Vorstellung als Engel und die echte Wirklichkeit war nicht so. Ist nicht so. Ist einfach nicht so. Da muss ich aufwachen. Muss ich kennen. Das, was ich als engelhaft gesehen habe, wäre nur ein Bruchteil war. Von all den Geschehnissen, was ich erlebt habe, war es nur ein Bruchteil. Oder lass mich mal vielleicht korrigieren, vielleicht war es doch mehr. Also wenn ich es auf die Waage legen würde, Freunde, ich schätze mal 30% bei Engelhaft. 30%. Das 30% ist nicht gleich. Die 70% der Negativität überwiegt mehr. Also der Persönlichkeit oder das Ego. Wenn ich es auf die Waage legen würde, okay? Ich muss in dem Fall realistisch sehen, was wirklich echt wirklich ist. Wirklich hinsehe. Hinsehe und nicht hier verweile. Okay? Was? Immer 30%. Und die 30% haben schon gereicht, dass ich immer noch diese Bildsetzung im Kopf habe. Und ja, diese 30% hat dann sozusagen 70% gesehen. Dabei waren es aber nur 30%. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Ein Bruchteil sehe ich, die grenzenlose Liebe. Den wahren Kern, der da ausgedrückt wird. Ja, den sehe ich. Sehe ich. Und das allein reicht, um die 70% oder die 80% an Negativität, an Person, an Persönlichkeit, an Ego, an Vorstellungen, an Fettsetzungen, halt an Gedanken, an denen die Person auch klebt, überwiegt. Also die 30% hat die 8 oder 70 oder 80% überwiegt. Und das ist nicht im Gleichgewicht, okay. Ich sehe zwar hier 70%, es hat dann getauscht, versteht ihr? Dabei war es aber nicht die echte Wirklichkeit, das war ein Illusionstraum für mich selber. Die Vorstellung, eine Besetzung, das nicht der wahren Wirklichkeit entspricht, versteht ihr? Da muss man das auch schon sehen und erkennen. Es ist genauso wie, ja, ich denke, ich mache noch einen Beitrag. Okay. Ich noch ein bisschen ein. Wieder auf, wie kann man erkennen, für was der Mensch sich interessiert? Oder die Person, das Ego sich interessiert, der Kopf sich interessiert. Daran könnt ihr auch einen Menschen erkennen. Das hat mir oft mein Vater gesagt, aber irgendwie dachte ich, die Worte, die Äußerlichkeiten, die sagen doch nicht so viel aus. Weit hergeholt, also wirklich weit verfehlt habe ich da, wirklich.
Da habe ich richtig tief in die Kloschüssel reingegriffen, Freunde. Das ist echt so. Es kommt natürlich darauf an. Sag mal, ich bin da kein Beispiel. Ich habe hier auch ein paar Sachen, wo man sieht, ey, Herr der Ringe und dies und das, Bild von dem, ja. Sollte ich mal vielleicht wegschmeißen, ja, weil sonst könnte man ein falsches Bild von mir bekommen, wisst ihr. Nee, der Gürtel ist schon ein Unterschied, also. Aber ich will nur eine Sache sehen und nicht die. Sag mal, ich will die begrenzte Sache erstmal aufbrechen. Und die Grenzenlosigkeit ist halt grenzenloser. Da gibt es, kann man sagen, Ausnahmen. Du kannst da welche Sachen haben, Bücherregal oder Filme haben. Das sagt dann im Grunde genommen nicht viel aus. Auch wenn man natürlich noch begrenzt ist und begrenzt ist, dann sagt es sehr viel aus. Wie kann ich mich nicht so direkt als Beispiel nehmen? Nur in der begrenzten Weise kann ich mir als Beispiel. Gut. Ja, ich mache noch einen Beitrag. So, bis gleich.